Jo, Leute, was geht? Euer Schützenfutzu hier. Heute zu einem neuen Spiel, nämlich zu Chess Rush. Ja, Auto Chess, das Genre, es zieht sich immer weiter, weiter, weiter und weiter. Und deswegen werden wir jetzt heute uns ein neues Spiel in dem Bereich angucken. Und dieses Spiel könnte es vielleicht in Zukunft echt in sich haben. Ich habe schon viel Gutes von diesem Spiel gehört und deswegen dachte ich, ich probiere es einfach einmal selber aus. Okay, ich probiere es hier gleich mal hier mit den. Was ist denn das? Cyborgs, Mechs, Engineer? Engineer, okay. Increase Health, bla bla bla. So, wir saven uns hier mal die Hand. Autochess kennen wir uns ja mit aus. Ja. Achso, ich kann. Ach nee, lol. Ich kann hier zwei Einheiten setzen, das habe ich gerade erst gesehen. Ich darf hier im Early schon zwei Einheiten auf dem Feld haben. Okay, das machen wir wieder auf. Wer weiß, was wir beim nächsten Mal so ziehen. Recompense. Was? Four Engineers und three Sorcerer könnten wir gehen. Sechs Cyborgs und drei Dragons. Oh lol, er gibt uns hier so ein paar Sachen vor, die recht stark wären. Das hier ist das Beste, was wir machen könnten. Dann würde er sagen, hier, nimm das und das oder wie? Hilft uns das Spiel hier sogar noch oder wie? Habe ich das richtig verstanden? Das Spiel supportet uns sozusagen und sagt uns hier, das kannst du machen, das kannst du machen. Nehmen wir hier mal den Sorcerer mit. Könnten natürlich hier dann noch den anderen Goblin mitnehmen, ne? Aber haben wir jetzt nicht. Hier Cyborg Engineer nehmen wir wieder mit. Den nehmen wir mit. Bringe den drauf, glaube ich. Oder lohnt sich ja irgendwie. Ich weiß nicht, was die können, ne? So, ne, ich bin komplett neu zu dem Spiel. Ich habe keine Ahnung, was uns hier überhaupt noch erwartet. Aber okay, es sieht ganz gut aus. Das Coole ist, dass. Was heißt cool? Aber das Spiel ist von Tencent Games, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Und die sind sozusagen mit der größte Spiele-Publisher auf dem Handymarkt und in vielen anderen Bereichen. Zum Beispiel Spiele wie League of Legends, also Riot Games, wurde zum Beispiel gekauft von Tencent Games. So bedeutend sind die auf dem Markt. Solche Spiele wie Blade and Soul auch und so weiter. Ich glaube. Ich überlege gerade Crossfire, glaube ich, und so. Das kennen wir noch von früher. Viele, viele Sachen gehören einfach zu Tencent Games und dieses Spiel hier auch. Und Tencent Games ist, was ist also, ist not suitable for any hero. Oh lol. Wie? Er sagt mir hier, das ist gut auf der und der und das lohnt sich auf meinen Einheiten gerade nicht, sagt er. Oh lol. Das Spiel ist krank. Okay. Das Spiel, ist, glaube ich, sehr, sehr anfängerfreundlich. Wir kaufen hier mal alles so zusammen, leveln den auf. Den hier würde ich gerne dazu draufbringen. Und den nächsten Cyborg oder was das hier ist auch. Oh, ich hab. Es hat gerade irgendwie was. Irgendwas hat dieses Spiel, glaube ich. Oh, jetzt habe ich gegen meinen Dosen gehauen. Es sieht irgendwie gut aus. Es hat zwar. Es fühlt sich zwar auch so ein bisschen an wie Arena of Evolution bis jetzt. Aber wie sieht es jetzt hier aus? Ah, hier. Jetzt sagt er mir equippen. Machen wir natürlich direkt. Das hier lohnt sich noch nicht. Das ist wahrscheinlich für Magier, Sorcerer oder sowas. Das ist sehr interessant, wie das mit den Items hier funktioniert. Also das Spiel macht halt dieses Auto, das Wort Auto sozusagen, ne, Auto Chess, dieses Auto wirklich noch, also automatisiert, wirklich noch, das Spiel wird, glaube ich, dem Namen gerecht. Das Spiel sagt mir, was ich für Kombos am besten gehen soll. Das Spiel sagt mir, wie ich meine Items verteilen soll. Dadurch, glaube ich, werden die Spieler entweder teilweise eingeschränkt oder Spieler, die ihre eigenen Kombos sich ausdenken, die einfach stärker sind als die vorgegebenen, die werden halt belohnt. Das kann natürlich auch passieren. So, den hier haben wir ja Stufe 2, den Steelfist. Wo habe ich ihn nochmal hier? So, weil dafür bringe ich jetzt ihn mit drauf. Und jetzt habe ich hier Cyborgs mit 6. Ah, hier. Okay, das ist wie die Goblin-Kombo und Engineer ist wie die Mechs. Verstanden. Assassins könnte ich dazu bauen. Das würde ich gerne machen. Hier öffne ich meine Hand. Oh, den habe ich einmal. Den nehme ich jetzt gerade einfach nur nochmal mit. Recommend Line-up Cancel. Ich hätte gerne 6 Cyborgs und 3 Assassins. Das ist mein Plan. Das heißt, wir nehmen Assassins mit. Hier haben wir ja schon Beast War. Ne, wo hatte ich einen Assassin? Habe ich schon drauf auf dem Feld. Ups. So, ich sehe natürlich auch, wie viel Gold ich nächste Runde wahrscheinlich kriegen werde, ne? Ob ich gewinne oder verliere und so weiter. Ich verkaufe hier mal ein bisschen was. Schon mal. Ich glaube, die Einheiten hier werden wir eh nicht mehr gebrauchen. So. Jetzt habe ich 10 Gold. Krieg sogar noch einen Interest wahrscheinlich, oder? Ja, Interest 1. Wäre es nur nicht vor. Ah, doch, das Spiel hier wird wahrscheinlich auch auf 50 Gold sozusagen. Aber Mana Crystals cappen. Irgendwie hat das was, ich guck mal kurz, ich sehe es nämlich im Hintergrund in der Aufnahme. Von der Größe ist, glaube ich, auch alles in Ordnung soweit, ne? Und wie gesagt, wenn ihr die Maus nicht mehr sehen wollt, sagt mir Bescheid, ich kann sie auch ausblenden in der Aufnahme. Ich dachte mir, es sieht immer besser aus, dass man sieht, was ich mache. Wenn ich mir so andere YouTuber teilweise angucke, wo ich dann nicht mehr sehe, was die überhaupt gerade spielen, sozusagen, wisst ihr, wie ich meine? Finde ich das immer ein bisschen nervig. Deswegen mache ich das so im Moment noch. Aber wenn ihr es doch anders lieber habt, werde ich mich dann natürlich dann auch umstellen, weil, ja. Das, was die Community lieber sieht, das mache ich dann auch, weil für mich selber stört es nicht, weil ich muss meine eigenen Videos nicht nochmal gucken. Nur ich wollte es halt so erstmal gestalten, wie es für meine Community, für mich, also wie ich denke, wahrscheinlich am angenehmsten ist. Das ist halt im Moment mein Ziel. Und so, glaube ich, habe ich es ganz gut erreicht. Ich bin mir auch nicht sicher.
So. Der hat auch schon Stufe 2. Ich weiß nicht, wie stark es hier mit Rerun aussieht. Ich bin im Moment Platz 1, habe als Einziger noch Full Life. Das wird sich ändern, weil der ist viel stärker. Aber ich bin auch der Einzige, der hier den Interest sieht, glaube ich. Ich bin der einzige Interest-Spieler, kann das sein? Bin mir jetzt unsicher. Aber ich möchte mich nicht so weit dabei aus dem Fenster lehnen, aber ich fühle mich gerade so. Fühle mich gerade so. Können wir den hier wenigstens noch mitnehmen? Nee. Ah, okay, da kriegen wir Schaden. Aber egal, wir wollen hier uns das Gold nach und nach ranscheffeln. Ich überlege jetzt auch, ob ich gleich schon mal auflevel. Ne, wir nehmen den hier mit. Und den level ich hier auf. So. Das war, glaube ich, schon mal recht angenehm. Warum gibt es so viele billige Sorcerer? Ist Sorcerer so kacke oder was? 3 Sorcerer, Reduce Enemy Magic Resistance. Oh, 30 und 60 nur. Obwohl, 60 ist heftig, glaube ich. Es gibt 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sorcerer. Und die ersten sind hier ganz schön billig, muss ich ja sagen. Ah ja, verkaufen geht anklicken und hier drauf, okay. Ah, das hier kann ich aber equippen. Okay, auf dem ergibt das ein bisschen Sinn, sagt das Spiel. Machen wir. Ja, hier haben wir es. Okay, glaube ich. Ich glaube, die kann man auch. Oder? Kann man die upgraden? Ich glaube, das habe ich schon mal gesehen, dass man die upgraden kann. Habe ich es gesehen oder gelesen? Ich überlege es gerade. Ich weiß nur, dass man hier Items auf jeden Fall irgendwie upgraden kann. Oder ob das. Ich weiß nicht, ob man auch hier kombinieren kann. Das sehen wir dann alles. Ich glaube, man kann hier die Sachen aufleveln. Bin auf jeden Fall gespannt, wie sich dieses Spiel hier entwickelt. Wird dann hier auch gerne halt ein bisschen das lernen und ein bisschen mehr auf meinem Kanal bringen, wenn ihr darauf Bock habt. Also seltener als Autosch Chess Mobile natürlich. Aber ja, als zweites Spiel halt. So, ich habe im Moment nur noch Autosch Chess Mobile, an das ich sehr gerade gebunden bin. Und das mag ich nicht. Mag es nicht, so abhängig von einem Spiel zu sein. Das stört mich. Das schränkt mich immer so ein bisschen ein und das demotiviert mich, weil es ist im Moment so, dass ich bei Autosch Chess Mobile den Bishop-Rang erreicht habe. Ich habe zwar noch Quests zu erfüllen. Aber die machen wir nebenbei dann im Stream und sowas. Und ja, so bin ich, glaube ich, absolut fein. Deswegen, ja, was soll ich sagen? Es läuft halt einfach so weit erstmal. Und deswegen, ich kann nicht, ich kann einfach nur sagen, ich kann mich im Moment nicht beschweren bei Autoschess Mobile. Ich bin halt durch. Das Problem ist, ja, im Stream kriege ich ein paar Missionen. Wir können dann auch wieder jetzt viele Fun-Matches spielen. Gerne auch Mittwoch, viele Community-Runden. Es müssen nur mal genug Leute da sein. Weil ich finde es immer schade, wenn man nur mit einer Runde, mit einer anderen Person so Community-Runden spielt. Also, ich kündige das jetzt an. Es ist Dienstag, Mittwoch. Mittwoch wird ein Stream kommen. Und Donnerstag wahrscheinlich auch. Oder auf jeden Fall einen von beiden Tagen. Es kann auch sein, dass ich Mittwoch. Es kann immer was passieren, dass was dazwischen kommt. Ich weiß auf jeden Fall, dass Mittwoch sehr stressig für mich wird. Aber ich wollte trotzdem streamen. Was ich jetzt noch sagen wollte, genau. Also, Mittwoch Community-Runde ohne Ende. Oder Donnerstag. Oder beide Tage. So ist im Moment die Planung. Wie dann am Ende die Ausführung ist, weiß ich noch nicht. Aber so ist die Planung. So, den hier verkaufe ich. Gleich mal doppelt wieder. Ab 30 Gold, also Interest, die kriege ich sehr, sehr schnell aufgebaut. Ich glaube, das Spiel soll auch so ein bisschen schneller laufen als andere. Ja, wir sind 8. Minute. Und welche Runde sind wir jetzt? Wo steht das? Hier oben. Auch Runde 8, ne? Okay. Ich weiß nicht, ob das wirklich so viel schneller ist als andere Autobattler. Ich glaube, so eine Minute immer pro Runde insgesamt ist so ein guter Schnitt. Upgrade hieß, okay, er gibt mir hier Tipps. Aber ich weiß ja, dass ich Heroes upgraden kann. Aber ich muss sagen, es fühlt sich recht angenehm an. Ich finde, es sieht irgendwie ein bisschen zu minimalistisch aus. Ich finde, die Felder hätte man größer machen können, die Einheiten ein bisschen größer machen können. Und dann sehe das alles besser aus. Also hätte ich es gemacht. Was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt Vollbild setze für mich? Wie sieht das dann für euch aus? Ich will mal kurz gucken. Sein, ja, guck mal, okay, das kann ich nicht machen. Ich wollte es nur mal testen, aber mein Aufnahmefeld verzieht sich mit. Das kann ich natürlich hier nicht machen. Wäre komplett bescheuert, wenn ich das wirklich machen würde. So, die hier, ne, den hier. Also lassen wir alles so, wie es ist. Auch wenn ich jetzt 39 Gold habe, aber ich hoffe einfach mal, dass ich vielleicht wieder gewinne. Runde 9 jetzt, let's go. Ansonsten, ja, nehmen wir es halt erstmal so hin. Ich weiß auch gar nicht, kann ich hier irgendwie alle Einheiten nachlesen? Ah ja, Hero List, genau, da wollte ich hin. Combo Introduction. Also es wird sich wahrscheinlich ähneln zu Autoschess Mobile und alles andere, ne? So Oceanborn, so, ne, hatten wir ja alle schon mal. Und hier Jelly, was ist das? Sah gerade interessant aus. Achso. Guru lost pieces and refused to fight. Druide. Druide. Wieso der refused to fight? Was ist das denn für eine komische Einheit? Loves peace and refused to fight. Okay. Komische Figur. Ich dachte hier so, Jelly, was ist denn das für eine coole Spezies? Ich kann doch nicht lesen, was Jelly bringt. Okay, was ist hier noch interessant? Fairy ist so eine Art Krieger oder so, oder Beast oder so, ne? Ja, so mehr oder weniger, okay.
Oh, ich habe sogar gewonnen, ne? 40 Gold. So. Oh, den muss ich mitnehmen. Mache ich auch. Stört nicht. Hier eine Assassin, immer gut. Oh, die ist, was kann die für eine Ulti? Ist die so ähnlich wie hier der unantastbar wird? Ne, Confuse Enemies, making them attack each other. LOL. LOL, okay. Okay, das könnte cool sein. Das könnte echt cool sein. Warte, hier habe ich wen stehen? Steelfist. Nehme ich die runter und. Oh. So wollte ich es machen. Oh, er sortiert mir auch meine Hand hier die ganze Zeit automatisch. Also das Spiel ist ein Autobattler, wie er im Buche steht hier. Und ihre Ulti macht, dass Gegner sich gegenseitig angreifen, ja? Ach so, die müssen alle um sie rumstehen. Ah, okay. Okay, da war das jetzt ein bisschen useless vielleicht, aber ist okay. Wenn er den hier macht, wäre ich schon mal. Ja, das ist total fein hier. So lassen wir uns das hier loben. Oh, was kriegen wir hier? Ah, okay, wir können das hier sozusagen upgraden, weil wir es nochmal gezogen haben. Ah, okay. Das ergibt Sinn. Also, wenn wir etwas doppelt ziehen, damit upgraden wir es sozusagen instant. So, jetzt kann ich langsam anfangen zu leveln. Rerollen ist ja hier auch nicht so. Bin ich nicht so ein Freund von. Bin der Einzige mit 50 Gold. Also, wir, das ist unsere erste Runde, aber ihr wisst, Goldmanagement, Banished Economy. Ich bin in jedem Spiel eigentlich immer gut, wenn es um Economy geht. So, wenn ich mit Freunden anders spiele, bin ich der mit dem. Ich bin vielleicht der Schlechteste, wenn es um Kriegsspieler geht, ja. Aber meine Stadt aufbauen, ja, und viel Geld in der Stadt zu generieren, bin ich gut drin. Das ist das Einzige, was ich kann in Spielen. Auch bei Age of Empires. Ich bin der Farmkönig. Aber mehr auch nicht. Kampfstrategien null. Nada. Und ja, das ist immer das Einzige, was mir immer sehr liegt. Deswegen mache ich auch das Auto Battle Genre oder so, weil ich immer der Einzige bin, der immer viel Gold mitspielt. Und ja. Ist mir dann egal, wenn ich jetzt erstmal verliere, sozusagen. Ich komme halt hier gut über das Gold in diesen Spielen. Ja, das sieht recht cool aus in der Anzeige mit Shutdown. Ich feiere es ein bisschen. Nur hier ist dasselbe Problem wie in. Oder kann ich das. Wartet. Da müssen wir gleich nochmal gucken. Haben wir hier noch was Interessantes, was ich haben möchte? Nö. So, wer soll drauf? Das Spiel sagt der hier. Nach da. Okay, wenn das Spiel mir das sagt. Das Spiel hat bestimmt recht. Hier fangen wir mal weiter auszulernen. So, jetzt machen wir das auf. Ah, lol. Wir haben drei Cyborgs to Engineers. Der hat auch drei Cyborgs to Engineers. Und die. Oh, die meisten gehen hier Warrior rein. Okay. Also, wir kämpfen mit dem drum. Hier kämpfen zwei Druiden. Rider haben auch welche. Und wahrscheinlich die Knights, die Rider. Mal schauen, wie sich das hier weiterentwickelt, das Game, ey. Aber wie gesagt, ja, irgendwie. Ich dachte mir schon so von den ganzen. Also, grafisch macht das Spiel so eine Liebe im Detail. Gerade wenn man ins Game geht. Ihr habt es ja am Anfang gesehen. Wir sind richtig ins Game mit unserem Fuchs hier geflogen. Das hat mich gerade eben so überzeugt, dass ich so gehypt plötzlich war darauf. Aua, das hat wehgetan. Uff. Also, hier kann man auch schnell rausfliegen. Wie gesagt, ne? Wie sich das Game entwickelt, mal schauen. Ist das meine Einheit gewesen mit 7000 Schaden? PvP-Roan. So, hier ist noch eine Assassin, sehr schön. Hier level ich einmal auf. Human Sorcerer, Lightbringer. Ich reroll hier lieber mal. Das hier ist vielleicht nochmal. Oh lol. Ach lol, das ist. Ich dachte. Lol, ich dachte gerade, das wäre dieselbe. Uff. Taze's Magic Blades that deal damage to enemy nearby. Ist das die, die ich hier auch in der Second Line stellen würde? Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Nee. Okay. Spaß beiseite. In drei Runden würde ich gerne dann wieder aufleveln. Ah, ich würde jetzt auch gerne wieder anfangen zu gewinnen. Bist du denn hier? Lower Spirit. Ne, ich bin im Moment echt schwach. Verliere hier gegen jeden, ne? Guckt euch an, alle low, aber mehr auch nicht. Mehr kriege ich nicht hin. Dann reroll ich hier gleich mal rein. Dragoon. Okay, der ist vielleicht ganz nice. Was ziehe ich denn hier alles? So. Wir leveln hier alle auf. Den leveln wir auch auf, zack. Ah, wir müssen halt hier ein bisschen rerollen, ne? Den nehmen wir wieder mit. Zack, zack, aufgelevelt. So. Den nehme ich wieder mit. Da fehlt mir noch einer von. Ich glaube, ich reroll mich jetzt echt mal runter hier, ne? Sieht komisch aus, aber ja, okay, den machen wir 3-Star. Ganz easy, zack. Den nehme ich auch nochmal mit. Und jetzt sparen wir uns wieder hoch. Wir haben jetzt hier eine 3-Star-Einheit oder 3-Sterne-Einheit. Das sollte jetzt endlich mal fein sein. Ey. Endlich haben wir mal hier eine gute Einheit.
Also wirklich. Hier wartet dann noch die. Die sollten wir hier austauschen gleich. Dass die hier runterkommt. Gegen Sowjet. Das ist der zweite Platz. Wenn wir den schon mal machen. Ja. Jetzt spricht alles wieder für uns. Jetzt können wir uns wieder easy entspannt hochsparen. Wir mussten jetzt nur mal kurz einen Riegel vorschieben, dass wir zu viel verlieren. Das wollte ich jetzt nicht weiter verantworten. Und ja, jetzt gehen wir halt langsam wieder nach oben. Engineers fehlt mir noch einer. Ist der Engineer? Nee, das Hunter. Hunter und. Hunter Cyborg? Also, das ist ja interessant. Also, das Spiel ist wohl doch echt anders zu anderen Autobattlern. Sehr interessant. Bin ein bisschen überzeugt von dem Spiel, muss ich ja sagen. So, auf jeden Fall hiervon einen runter und den auf jeden Fall drauf dafür. Also, sowas von. Die rücke ich auch jetzt alle mal auf. Und nehme ich sogar runter, pack lieber ihn drauf. So, ein Cyborg fehlt mir dann auch nur noch. Oh, und das. Das hier sieht aus wie der Helikopter. Das hier weiß ich nicht. Müssen wir dann mal schauen, was wir nehmen oder kriegen können. Ich will nicht sagen, aber warum wird genau meine Stufe 1 Einheit hier geforst? Von dem. Oh, der hier sieht. Der Steelfist sieht aus, als ob der wie der Ripper ist oder der Timbersaw. So sieht er auf jeden Fall grafisch aus. Wird er wahrscheinlich nicht sein. Der wird wahrscheinlich anders funktionieren. Was hat denn der für eine Ulti? Damage and Stun to random enemy over time. Okay, also mehr so wie der Clockwerk. Ja, das ist schwer, das wahrscheinlich zu vergleichen, weil ich glaube, das Spiel hier hat auch seine eigenen Mechanik so ein bisschen. Deal True und Damage to nearby enemies. Okay, das hier könnte eher mit Two Grids, das hier könnte eher dem Timbersaw entsprechen, aber so ein paar Ultis hier finde ich sehr interessant. Hier, ne, das mit den Confusen vom Enemies und sowas. Sehr, sehr interessant. Oh, der Pack ist hier süß in dem Spiel. Ich vergleiche schon wieder zu viel. Ich spare, glaube ich, nochmal weiter. Ich glaube, ich bin halt echt fein so, ne? Ich habe halt meine Assassins und so. Ganz entspannt. Pack mal so ein bisschen hier alles nach vorne. So. Das sollte vielleicht ganz gut gehen so. Wie gesagt, mir fehlt halt nur noch ein Cyborg. Assassin Combo habe ich dann auch schon. Sprich, ich muss nur eh nur noch ein Level machen. Meinen letzten Cyborg ziehen. Ich weiß halt nicht, ob das auch hier wie ein Dota Autoschess oder ein Autoschess Mobile 5er Goldeinheiten sind oder vielleicht eine 4er Goldeinheit dabei ist. Das sehen wir jetzt alles. So. Wie sieht das eigentlich aus mit meinen Wahrscheinlichkeiten? Ah ja, Leute, die sehe ich ja sogar 0% auf legendären. Okay, ich glaube, das sollten wir ändern. Ich glaube, das ist wichtig. Ich habe verloren gegen Michiko. Das ist der zweite Platz zurzeit. Schwierig. Er hat aber auch kein Gold mehr, ne? Wir sparen uns gerade wieder hoch. Mit 50 Leben fühle ich mich gerade sogar fein. Die sieht stark aus. Oceanborn. Kann die denn Chance, dass dann Enemies bis in Range? Oceanborn, Zweier kommen. Magiresi. Also ja. Wie in jedem anderen Auto-Battler. Aber wir hauen sie wieder raus. Kann ich nicht viel mit anfangen. Wir entspannen jetzt lieber nochmal so. In 3 Runden will ich nämlich aufgelevelt sein auf 8. Und dann mal schauen. Ja, spätestens in 3 Runden dann. Oder 4 Runden. Ne, so dass wir auf 10, sozusagen jetzt auf 10 Erfahrung hätten. Dann werden wir dreimal hochklicken und wären fein. Wir werden wahrscheinlich. Ne, wir werden nicht schneller sein, glaube ich, als das. Wenn dann nur eine Runde früher. So, hier sollten wir. Gegen Kisser sollten wir eigentlich gewinnen. Das mit unserer Stufe 3 Einheit fühle ich mich da eigentlich ganz fein. Ich weiß halt nur nicht, wie viel ich aufleveln soll und wie viel ich rerollen soll, ne? Das ist halt immer echt ungünstig. Da bin ich mir immer unsicher. Wir haben gegen Likes gewonnen. 4 zu 0. Sehr schön. So. Oh, das ist natürlich ganz in Ordnung. Was? They call me the Machine Killer, but I'm really just an. Was? Excavator? Was ist das denn? Mein Englisch ist gerade mal wieder so schlecht. Hilfe. Also, I don't know, was das ist. Ich finde auch geil, dass angezeigt wird immer in diesen Autochess-Spielen, dass ich mein Handy lade, obwohl ich ja über den Emulator spiele. Ich muss halt über den Emulator spielen, ne? Ansonsten, ja, klappt das mit der Aufnahme über iPhone nicht so und über mein Android-Handy, was ich habe, auch nicht, weil, ja, ist ein bisschen zu alt. Ist halt das Problem, was ich leider dabei habe. Sonst würde ich sogar über ein Handy aufnehmen, weil ich das entspannter finde, damit tippen und alles. Aber finde ich das entspannter? Ne, weiß ich nicht. Ne, finde ich nicht mal entspannter. Ich glaube, am PC macht es immer noch am meisten Spaß. Ne, Autochess ist meiner Meinung nach auch. Mobile, meiner Meinung nach, muss es vertreten sein. Und da ist es ja im Moment sehr, sehr stark vertreten. Aber ich finde, PC-Versionen sind mir wichtiger. Und man könnte vielleicht noch ein bisschen mehr,
mehr Kartenvariationen reinbringen. Guck mal, die Karten sind einfach immer nur 8x8 Felder. Man könnte vielleicht irgendwie Objekte mit reinbringen pro Karte und so weiter. Vielleicht auch einfach nur mal 4x4 Felder oder kleinere Felder und so weiter. Das fehlt mir in diesen ganzen Spielen noch. So Minispielmodus, so das macht ja im Moment Auto Chess Mobile. So, dass wir gestern gespielt haben, ewige Quelle Demo, so vorgestern, es war vorgestern, glaube ich, wenn ich jetzt richtig im Kopf überlege, haben wir ewige Quelle gespielt. Sehr, sehr geiler Modus und, oder, aber macht halt zwischendurch mal Spaß. Ich möchte nicht sagen, sehr, sehr geiler Modus, das ist vielleicht der falsche Ausdruck. Macht zwischendurch mal Spaß. Das ist der richtige Satz, den ich eigentlich formen wollte. Und, ja, was soll ich sagen? Ich kann es nur empfehlen, das mal auszuprobieren, diese Fun-Modis, aber trotzdem sind die Maps immer gleich. Und ja, das sollte sich vielleicht nochmal ändern. Das würde mir Freude bereiten, wenn man mal eine andere Map hat. Wo vielleicht mal ein paar mehr Objekte sind oder vielleicht, ne, irgendwie, keine Ahnung, dass vielleicht plötzlich auch mal gesagt wird, okay, man kann halt nur irgendwie bei, ne, sondern das Feld halbiert auf 4x4. Man kann dann halt auch nur 4 Einheiten setzen und dann gibt es halt mehr Schaden und so. Man könnte vielleicht schnellere Games oder so generieren. Sowas wäre vielleicht auch noch was. Nur auf jeden Fall meine Ideen, die ich im Kopf habe, was man machen könnte aus so einem Spiel. Selber, ne, da ich noch nicht so wirklich programmieren kann. Ich übe immer hier und da mal ein bisschen programmieren, aber ich habe nie wirklich ein Projekt durchgezogen. Das ist mein Problem. Deswegen, ja, das ist das, was mich auffällt beim Programmieren, dass ich nie es schaffe, etwas, was ich mir selber ausdenke, durchzuziehen. Ich brauche immer irgendwie eine Motivation von außen, die habe ich nicht. Und, ja, das ist immer mein Problem. Deswegen überlege ich, wirklich, was ich wirklich programmieren möchte, womit ich weiterkomme und so weiter. Und ja, so ein Autochess-Spiel wäre etwas Geiles, ne? Bis man das programmiert hat. Singleplayer könnte man wahrscheinlich sogar ganz gut programmieren. Wir können geht einfach durch Monsters, das wissen wir schon. Equip, machen wir hier drauf. Ist okay, wir machen alles, was das Spiel sagt. Zack. Das ist doch er hier gewesen, oder? Nee. Spielfist hat noch kein Item bekommen von uns. Ups. So, den hier holen wir auch weiter. Die holen wir auch weiter. Wir haben 1% auf teure Einheiten. Das wollen wir natürlich auch nochmal erhöhen. Weil ich glaube, die Cyber-Kombo wäre schon wichtig. Also, wenn wir die durchkriegen, dann bin ich auch hoffentlich endlich stark genug. Ich weiß halt nicht, ob sie nur bis Stufe 9 geht oder dann noch bis Stufe 10. Kann ich das hier oben nachgucken? Max Hero Capacity 8. Ja, nee, ich werde ja noch hier aufleveln können. Ich vermute mal, ja, weil das schon 40 kostet. Aber das ist bei TFT halt das Komische. Bei TFT kann es auch nochmal für gefühlt 800 Erfahrung das letzte Level gehen. Hier ist es halt ein bisschen anders. Ich habe halt jetzt 4 Runden Zeit, das Level zu holen, wenn ich nicht zu stark auf die Fresse gehe. Gegen Like sollte ich meiner Meinung nach gewinnen. Hoffe mal nicht, dass er so stark aufgerüstet hat, dass er mich jetzt macht. Er hat halt eh nie Gold, aber ja, es könnte passieren, ne? Ja, es könnte passieren, dass er mich noch umbolzt. Wir sehen es ja jetzt hier. Ich muss sagen, die Einheit war echt tanky, ne? Ja, gegen die beiden sollten wir eine gute Chance haben. Okay, er hier ist wie der, wie heißt er denn? Wie der Furion. Oder der Whisper-Seer oder ach, keine Ahnung, wie er heißt. Aber wie gesagt, Leute, dieses Spiel hier, wenn sich das Spiel hier in die richtige Richtung entwickelt, könnte das hier echt, 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 echt heavy werden. So. Nehmen wir den kurzzeitig runter. Das sortiert sich ja eh richtig zusammen hier. Ich level hier auch schon mal. Also, das Spiel hier hat so ein paar Details, was mir echt gefällt. Schon jetzt von Anfang an. Also ich habe echt Freude hier gerade im Spiel. Ich bin in Freude, also ich bin in einer guten Stimmung in dieses Spiel reingegangen. Muss sagen, es gefällt mir. Es fühlt sich sehr smooth an. Fühlt sich schön. Also sieht in-game hier, die Figuren sehen nicht schön aus, meiner Meinung nach. Das gefällt mir jetzt nicht so. Aber alles andere fühlt sich sehr, sehr schön an. Hier ist sehr simpel auch gehalten, ne? Einfach nur Beast. Hier steht es halt dran. Kann man halt meiner Meinung nach auch immer ganz gut sehen, so mehr oder weniger, ne? Aber es ist in Ordnung, wie es dran steht. Ich weiß noch nicht, wie es dann ist, wenn ich 5 habe oder sowas, ne? Was ist, wenn ich 5 Kombos habe? Oder ist das überhaupt möglich? Ich weiß es nicht, ne? Wird wahrscheinlich möglich sein. Deswegen, ha, schwierig, ne? Aber ansonsten kann ich hier nichts sagen, Negatives. Vielleicht geht es dann aber auch hier auch, vielleicht, ne? Nicht jetzt, vielleicht wird das hier alles nach rechts geschoben und dann sieht man hier doch noch mehr. Aber wenn ich jetzt hier, oder kann ich hier draufklicken irgendwo und sehe mehr? Value. Ah. Wie viele Kombos habe ich nicht? Ich habe im Moment nur 4 Kombos. Das könnte ich noch holen. Oceanborn könnte ich holen. Und das damit testen, was dann ist mit der Anzeige. Na, aber ich lasse es erstmal. So, hiernach noch eine Runde und dann haben wir Stufe 9. Ich weiß halt nicht, ob es wirklich bis Stufe 10 geht. Ne? Deswegen möchte ich nicht einfach reinleveln und mein Gold wasten nächstes Mal.
Ja, sonst würde ich halt weiter leveln und denken, so ja, wegen einer Runde, das ist ja dann eh egal, wenn es eh noch Stufe 10 gibt. Aber ich bin mir hier echt unsicher, ne? Deswegen, das probieren wir jetzt einfach gleich aus. Oh, ich gewinne ja sogar gegen den Michiko. Sonst habe ich immer gegen den verloren. Sehr nice. Dreier Winstreak. Nehmen wir an. Die nehmen wir an, den nehmen wir an. Sehr, sehr schöne Einheiten gezogen. Hier leveln wir jetzt, warten mal, weil ich weiß es halt nicht, ne? Ich weiß nicht, ob es hier noch bis 10 hochgeht. Weiß es nicht, weil jetzt nur 1%, wenn es dann auf 3% geht, dann noch auf 6%, dann würde ja alles Sinn ergeben, soweit. Deswegen, ich reroll jetzt auch mal nicht. Wir warten jetzt einfach wirklich mal ab. Das mache ich zwar auch eigentlich sehr ungern, aber ja. Hab gerade keine bessere Lösung, finde ich. Habe gerade keine bessere Lösung. So. Wer macht hier den meisten Damage bei uns, ey? 5400, 7000, 8000. Uff. Hier auch 5000. Und es reicht aber nicht für Kisser oder Kaiser oder wie der auch ausgesprochen wird. Immer sehr interessant, wie die Leute hier heißen in den Spielen. Doch es reicht. 9000 Schaden, auch fast 9000 Schaden, 7500 ungefähr, nochmal 7500. Also sehr, sehr viel Schaden machen hier alle Einheiten. So, geht's noch weiter? Ja, es geht noch ein Level weiter. So, was? Match? Ich habe gerade den, was bist du? Uru ist also Recruit Board. How do I use him? Uru ist Wildcard Hero. Deku into once. Make one copy of this hero to be used for. Der hört sich gut an. Den behalten wir mal. Uiuiui, sehr schöne Einheit. So. Ich würde gerne so schnell wie möglich sogar dann auf Stufe 10 gehen, glaube ich. Damit können wir sozusagen uns eine Einheit kopieren. Also wir brauchen das nicht mehr zum Combine. Ich könnte den jetzt hier draufziehen und würde den auch kriegen, ne? Hier würde es Sinn ergeben, aber ja. Wir halten ihn erstmal. Two Druids, was? Two Druids. Achso, wenn ich ihn zweimal habe und eine Druide, kann ich ihn sogar Stufe 2 aufleveln. Was er dann bringt, weiß ich zwar nicht, aber ja. Oh, wir haben wieder Items bekommen, die sollte ich auch gleich verwenden. Erstmal hole ich mir ihn hier, level ihn auf, bringe ihn drauf. Bringe ihn runter. Gucken wir uns unsere Items an. Upgraden das hier. Resistance Cloak, bringen wir hier vorne drauf mit, ne? Passt. Perfekt. Hier würde ich gerne mal rerollen. So, Elf Assassin. Könnte vielleicht nochmal Wurf sein. Hier machen wir mal das hier. Oh, ah, ich war zu spät. Aber ist nicht schlimm. Nächste Runde. Nächste Runde machen wir das. Oh, Dragon Beast. Beast? Dragon Beast? Assassin Dragon Beast? What? Beast? Was ist denn das hier für ein Spiel? Also, das hat irgendwie was hier. Das ist mal ein bisschen frischer, glaube ich. Das hat so ein bisschen im Outlast schon gefehlt, dass alle Spiele sich so ähneln. Oder TFT war komplett anders so. TFT hat sehr, sehr viel falsch gemacht, meiner Meinung nach. Oder es fühlt sich einfach falsch an. Es ärgert mich ein bisschen, weil ich liebe League of Legends, aber ich hasse im Moment TFT. Ich habe es ja am Anfang ein bisschen gesuchtet. Und jetzt muss ich sagen, irgendwie gefällt es mir nicht. Oh, schon wieder den? What? Level erstmal den hier auf. Ja, dann würde ich mir jetzt gerne noch irgendwas probieren zu rerollen, wenn ich den schon so oft ziehe, dann. Okay, das war vielleicht unlucky alles, aber egal. Dann nehme ich erstmal die runter, pack lieber die. Ah, pack lieber die hier drauf. So, Three Assassins. Oh, ich möchte in zwei Runden hier auf jeden Fall. Was, du kannst die Deploy machen. Oh nein, ich bin so retarded. Oh nein, jetzt habe ich nur 8 Einheiten auf dem Feld. Oh mein Gott. Wofür will ich eigentlich 10 machen, wenn ich eh nur mit 8 Einheiten spiele? Bin so retarded, ne? Also wirklich, das ist ja echt dumm von mir. Aua. Aber ich habe trotzdem eine Chance hier in der Reelle, weil. Oh, hier ist. Okay, die wird jetzt rausgenommen hier von der Einheit. Ist okay. Ich habe es auch verdient, ein bisschen zu verlieren, obwohl. Ich, nee, ich hole es noch. Ich hole es noch, oder? Ja, ich hole es wirklich noch. Das ist lächerlich, dass ich das hole, ey. Unverdient. Das habe ich unverdient geholt, die Runde. Ja, du musst unbedingt mit drauf. Du wirst weitergekauft. Hier wird einmal gelevelt. Nächste Runde level ich das Ding zu Ende hier. Und dann schauen wir mal. Ich muss halt irgendwie noch einen Cyborg finden. Ich vermute mal, oh Leute, 2% noch. Wie steigert sich denn das jetzt gleich weiter? Schwierig. Glaube, ich muss gleich echt all-in gehen, dass ich hier meinen letzten Cyborg irgendwo finde. Und ja, vielleicht geht es noch weiter. Stufe 10, ich glaube nicht, oder? Das wäre heftig. Ich bin doch der Einzige, der Stufe 9 gemacht hat.
Und der jetzt auch für Gold, der wird auch gleich Stufe 9 wahrscheinlich machen. Dann werde ich schon Richtung Stufe 10 gehen. Oder der ist AFK gegangen. Ja, ach ja, und ich habe auch hier das Tutorial geskippt in dem Spiel, wo die auch mal dazu gesagt haben. Ich weiß nicht, wie das ausgegangen wäre, ne? Ich weiß nicht, ich hätte ja dadurch vielleicht was lernen können, aber ich dachte mir, Autochess, du kennst dich eigentlich aus, ne? Und dadurch, dass wir jetzt schon in der Top 3 sind, würde ich sagen, ja, ich kenne mich aus. Ich hoffe, das kann ich jetzt so behaupten. Wäre halt geil, wenn ich mein allererstes Game, was ich in dem Spiel mache, auch mal instant einfach gewinne, ne? Wäre schon heavy. Ich würde es feiern. So, wir gehen aber, glaube ich, gleich einfach all in. Sodass wir den Sowjet vielleicht nochmal abziehen irgendwie. Oder ich warte halt einfach. Jetzt kann ich schon wieder eine Einheit setzen. Three Assassins. So. Aber eine 4% Chance auf Legis, ne? Schwierig. Und die will ich nicht einfach Stufe 2 machen hier mit der Jellybean oder wie der. Wer ist denn? Eine Guru. Lohnt sich nicht. Lieber eine Stufe 3er dann machen. Habe ich mehr von. Problem ist, ja, wie sieht es denn gegen den Sowjet aus? Wichtige Frage. Was spielt er denn? Spielt er eigentlich Sorcerer oder sowas? Nee, ne? Aber okay, meine Kombo sieht man jetzt auch nicht mehr alle. Komisch. Ich habe auf jeden Fall gewonnen gegen den. Das ist schon mal gut. Der Dotzi hat gegen uns verloren, das ist auch gut. Also zweiter Platz ist safe eigentlich. Und joa. Okay, der Sowjet wurde auch von dem Michi-Kerl umgeböllert. Interessant. So. Okay, seht ihr, die können wir auch so weiterkaufen. Obwohl, das war wieder die falsche. Uff. Ja, die kann ich nicht gebrauchen. Ocean Sirene. Ah ja, das ist er. Zack. Oh, Jelly nochmal. Ah, da könnte ich jetzt. Das geht nicht, okay. Das geht also nicht. Die könnte ich nochmal mitnehmen hier. So. Ah. Legendary. Ach komm, wir nehmen mal die mit. Die level ich jetzt auf jeden Fall auf. Das hier ärgert mich, dass ich hier den und den hier nicht mehr ziehe, wirklich. Ne? Sonst könnte ich die einfach upgraden auf 3. Oh, ich hätte hier auch noch ein Item zum Upgraden. Zack. Oh, wir haben den einen sogar jetzt rausgekickt. Sehr schön. Aufgelevelt. Könnte ich das hier mitmachen? Kann ich mich damit durchmogeln, sozusagen? Ich behalte die mal so. Zack. Und. Ah. Zack. Und dann hau ich den hier raus. So. 10 Gold habe ich jetzt wieder. Irgendwie wieder ein Interest oder so aufgebaut. I don't know, was ich hier mache. Ne? Ich hätte gerne meine Cyber-Kombo fertig. Krieg die nicht mal durch. Und gewinne, glaube ich, trotzdem. All diese Jellybeans, die sind ja auch einfach cool. Die bringen halt einen sowas von weiter. Wie sieht's denn hier eigentlich aus? 5 Gold, 6, 7, 8. Okay. Zick, zack. Ich habe mit 9 Einheiten gegen den Sowjet gewonnen, obwohl ich nicht mal meine Cyber-Kombo fertig habe. Was mich erst stark machen würde. Im Wunder echt, da sind jetzt eine legendäre Einheit dran geknüpft und mit 4% ja. Ist vielleicht ein bisschen unlucky. Und ich ziehe ja sogar Legendaries, aber nicht den, den ich brauche, wie es aussieht. Jetzt kriege ich den hier aber fertig. Aber es bringt mich ja nicht mehr weiter, weil ich muss jetzt irgendwas draufbringen. Toll. Den hier müssen wir schnellstmöglich wieder runterbringen, aber ja. Fuck ihn mal nach da vorne. Uff, jetzt muss ich das irgendwie umbauen da. Aber ich habe 3 Stufe 3er oder 4 Stufe 3er hier drauf. Also für unsere erste Runde sehr angenehm. Einfach nur echt, dass das eine sehr, sehr teure Angelegenheit ist, da jetzt hier noch den letzten Cyborg zu finden. Also sehr ungünstige Kombo eventuell. Aber schaut euch das an, wie wir hier durchstompen. Wir haben schon wieder einen rausgeworfen. Oh, alle raus. Okay. War ein entspanntes Game, würde ich sagen, Leute. Bin ich wohl der Champion? Läuft. Nehme ich so mit. Instant Level 6. Ich habe nämlich gleich Erfahrungsboost und so reingehauen. Sehr schön. Continue. Oder Instant Stufe 7 sogar. Ah ja, und, ach, das war sogar ein Ranked Match. Schaut euch das an hier, ey. Direkt nehmen wir hier Ranked Points mit. Das ist ja cool. Bis Pawn 3 hoch. Okay.
Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte, das wäre ein Normal Game. Ich dachte, das muss ich mir erst noch freischalten mit Ranked. Oh, hier und alles voller Mission und allem. Sehr interessant. Also, wie gesagt, Leute, das Spiel hier fühlt sich so ein bisschen an, als ob es was werden kann. Wie gesagt, hier mit den Kurieren und alles. Hat irgendwie was. Ich würde erstmal sagen, danke fürs Zuschauen, Leute, und bis zum nächsten Mal. Haut da rein und tschö, tschö.